Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe ja am Anfang der Woche ein Video hochgeladen, wo wir zu dritt Entei geschafft haben. Und das hat mich wieder an was erinnert. Und zwar von den 3er Solo Raids habe ich immer noch nicht Simsala geschafft. Ich werde jetzt auch nicht rausgehen und einen versuchen. Aber mir ist diese Seite eingefallen. Habe ich bei Spieletrend Chilling gesehen. Die heißt pokebattler.com. Und da kann man Kämpfe und Raids simulieren. Sprich, ich check das mal ab hier. Weil bei meinem ersten Versuch, der war übrigens recht spontan. Ich habe die ganze Zeit einen Simsala gesucht, aber nie gefunden gleichzeitig. Und dann bin ich halt einmal da bei der U-Bahn. Bei der U-Bahn ist halt direkt eine Arena. Dann bin ich halt nach Hause gegangen und da war genau ein Simsala. Aber nur noch so 5 Minuten oder so. Also ein Versuch. Und der eine Versuch war überhaupt nicht knapp. Ich hatte meine drei Despoter, die ich halt jetzt auch immer noch habe. Einen Pinsy und dann habe ich, glaube ich, zwei Dragonlands gehabt oder so. Einfach irgendwas Großes, Starkes. Und das war überhaupt nicht knapp. Dementsprechend schauen wir mal hier. Hier, also das ist die Seite. Dann gibt es hier so ein paar Sachen, aber ich will die Seite jetzt nicht vorstellen, sondern einfach nur auf Raids gehen. Und dann mal schauen. Hier. Dreier. Simsala. Genau. Und dann wollen wir mal schauen. Also ich habe schon ein paar Pokémon in meine Box getan. Die kann man so da reinstellen und dann kann man sehen, was so das Beste ist. Hier habe ich schon mal 7 reingestellt. Und man hat ja nicht ganz 180 Sekunden. Also wenn ich in den Kampf reingehe, in einen Raid. Keine Ahnung, so 176 habe ich eigentlich immer nur. Und hier könnt ihr sehen, die Zeit zum Sieg. Alles über 1,80. Und wie gesagt, ich habe eigentlich meistens nur 176. Das ist momentan das Team. Da kann man, glaube ich, auch irgendwo sortieren. Nach Effektivität. Zeit zum Sieg, genau hier zum Beispiel. Zeit zum Sieg. Schauen wir uns das mal an. Das ist mein Pinsir, 100% auf Max mit 2 Käferattacken. 177 Sekunden. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und dann mein Despoter mit bis Knirsche, 178. Also die zwei sind schon mal nicht schlecht. Ich brauche alles, was unter 1,80 ist. Sogar noch niedriger wäre besser, weil wie gesagt, ich komme eigentlich immer mit 1,76 oder so rein. 1,77. Und hier, die Despoter mit bis Steinkante brauchen 100, fast 200 Sekunden, was krass ist. Vor allem, weil die mehr WP haben. Dann habe ich hier noch einfach 2 Dragons reingestellt. Und auch hier sehr interessant, dass der mit mehr WP, der auf Max ist, 98%, schlechter ist als der, der nicht auf Max ist. Weil der Feuer-Odem hat. Feuer-Odem und Drachenpuls. Anscheinend viel, viel besser als Drachenrute Orkan. Und Unlicht bis Knirscher. Eigentlich top gegen Psycho. Aber hier Gyarados auf dem 7. Platz richtig schlecht. Also mein Team momentan, so wie es aussieht, absolut keine Chancen. Dann kann man hier irgendwo. So, hier kann man die allgemeinen Konter erstmal sehen. Was ich von denen hier, machen könnte. Momentan, ich könnte einen Despoter noch machen. Ich habe einen 96er, mit dem laufe ich momentan. Könnte ich mir einen bisschen Knirscher machen. Und werde ich wahrscheinlich auch. Bin sie nicht. Ein Hundemon könnte ich mir machen. 100% habe ich. Sherox könnte ich mir eigentlich auch machen. Aber auch hier 187. Der beste. Bin ich mir nicht so sicher. Also ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Weil genau, weil die haben alle mehr. Zum Beispiel hier 184. Ah, okay, ich sehe. Der ist nicht auf Max. Deswegen wahrscheinlich. Weil hier alles ist über 1,80. Und ich brauche ja Sachen, die unter 1,80 sind. Also da bin ich nicht ganz sicher, was das genau bedeutet. Aber hier zum Beispiel ein Gengar. Wir können jetzt mal so tun, als würde ich einen Gengar, einen Sherox und einen Hundemon maxen. Und das dann und einen Despoter und das dann in die Box tun. Und dann schauen wir mal, ob das reichen würde. Ah, hier oben kann man die Box nehmen. Pokebox. Und dann kann man da die Pokémon einfügen. So. Sagen wir mal Gengar. Davon kann ich mir höchstens einen machen. Ich habe einen mit 98%, also fast 100. 100% auf Max ist 2619. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 98 ist, deswegen simulieren wir mal einen 100er. Und dann müssen wir halt mit ein bisschen was Schlechterem rechnen. Und der hat Shadowclaw, Dunkelclaw ist Legacy. Ich habe sogar einen mit Dunkelclaw. Der ist über 80, unter 100. Aber ich habe jetzt nicht genug Bonbons für zwei.
Das heißt, wenn man Nebulak Nest kommt, dann auf jeden Fall mal abchecken. Was? Hex. Hex ist, glaube ich, Bürde. Und Spezialangriff wäre dann Shadow Ball. Oder? Spukball. Focus Blast, nein. Shadow Ball, Sludge Bomb. Dark Pulse, Legacy. Ja, Shadow Ball, Spukball. Den ins Inventar. Dann ein Hundemon. Da muss ich auch hier mal schauen. So, Hundemon auf Max. 100% hätte er 2,5, 2,9. Beste Attacken wären zwei Dunkelattacken natürlich. Unlicht, Standpauke und Schmarotzer. Sogar besser als Knirscher. Den fügen wir auch mal hinzu. Dann Sherox. Sherox kann ich mir einmachen. Auch 100% könnte ich mir einmachen. So, Sherox hätte 100% Max. 2801. Zwei Käferattacken wären Zornklinge, Kreuzschere. Zornklinge, Kreuzschere. Den fügen wir auch mal hinzu. Und dann könnte ich mir noch ein Despotor machen, ein drittes mit Bissknirscher. WP 96 hätte der nur, aber so. Gehen wir mal 3609 an, das ist der 98er von mir. Und Bissknirscher wäre das. So. Jetzt gehen wir zurück zu den Raids. Schauen wir mal das Team an, was er mir vorschlägt. Bitte. Schauen wir mal dann, ob ich es schaffen könnte, wenn ich diese vier Pokémon maxe. Wechsel zu meiner Pokébox, genau. So. Zeit zum Sieg, denke ich mal. So, Gengar. 141, krass. Bisschen schlechter, weil meiner ist nicht 100%, sondern nur 98. Dann Sherox, 162, genau sowas brauche ich. 167. Despotar 1,83 ist auch schon wieder richtig knapp. Und Hundemon. Hundemon ziemlich schwach mit 1,91. Trotz Teil. Also den können wir schon mal ausschließen. Den werde ich mir auf jeden Fall nicht machen. Und jetzt auf einmal ist das Gyarados vor den Dragonite. Keine Ahnung, was sich da auf einmal geändert hat. Aber ein Despotar könnte ich mir machen. Ein Sherox. Und dann denke ich mal zwei Gengars sogar. Dann, das wäre dann mein Team. Zwei Despotar, zwei Gengar und die zwei Käfer, Sherox und Pinsir. Das sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Und jetzt seht ihr hier bei den Simulationen, dass alles unter 1,80 ist. Sprich, mit dem Team würde ich es auf jeden Fall schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das mitberechnet haben, den 7. bis 11. Platz. Dass die denken, dass ich zuerst mit den 6 reingehe und dann mit den 5 in der zweiten Runde. Aber wenn, dann würde ich die alle heilen und ich weiß nicht, ob die Heilzeit und so Wiederbelebzeit mitberechnet haben. Das kostet ja auch etwas. Und bei den schwachen Pokémon müsste ich wahrscheinlich sogar zweimal heilen. Also Gengar stirbt ja direkt. Und Sherox und Pinsir halten auch nicht so viel aus. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob die das mit einberechnet haben. Aber hier könnt ihr sehen, also hoffentlich, wenn ich Glück habe, hat das Simsala Psychoklinge sehr. Das scheint die schlechteste Kombi zu sein. Weil dann ist die Chance am besten und es dauert am wenigsten. Es geht am schnellsten. Und richtig schwierig wird es, wenn der Psychoklinge Fokusstoß hat. Also schon sehr interessant zu sehen. Das heißt, zwei Gengars muss ich mir machen. Ein Sherox und ein Despotar. Despotar ist kein Problem. Kann ich direkt jetzt sofort machen. Sherox auch. Ein Gengar kann ich mir machen. Für den anderen müsste ich laufen oder Bonbons sammeln. Und dann wäre ich bereit für Simsala Solo Raid. Ist echt interessant. Also Simsala echt nicht unmöglich. Für mich auf jeden Fall der schwierigste, weil keine guten Konter gehabt. Aber so, denke ich mal, ist... Kann ich schaffen. Noch ein kleiner Hinweis, der mir gerade eingefallen ist. Und zwar ist die Seite echt top, damit ihr seht, was ihr pushen sollt. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, Hundemon echt unnötig zu pushen, weil die ganze Zeit die Fragen kommen, was soll ich pushen, lohnt sich das, lohnt sich das. Checkt die Seite ab, dann schaut nach, welchen Raid ihr machen wollt und dann seht ihr genau, was ihr pushen sollt. So, das war's. Echt eine coole Seite. Link ist unten in der Beschreibung. Was nützlich ist, was ich auch entdeckt habe, ist, wenn du die Pokémon in deine Box angibst, die WP und die Attacken, dann rechnet der dir automatisch die IV aus.
Also könnt ihr den die Seite auch eigentlich als IV-Calculator benutzen, was ganz praktisch ist. Ansonsten, wie gesagt, echt praktisch für solche Sachen. Die Seite hat noch andere Funktionen, also wer sich dafür interessiert, kann mal die anderen Sachen abchecken. Werde ich bestimmt auch irgendwann mal. Aber gerade hat mich echt nur der Raid interessiert. Da kann man eigentlich auch zum Beispiel checken, ob man Entei zu dritt schafft oder so. Oder zum Beispiel das Glurak, was ich letztens mit Koga gemacht habe. Ob wir das theoretisch zu zweit hätten schaffen können. Also war ja relativ knapp. Das checke ich, glaube ich, später auch noch ab. Aber das war's. Checkt die Seite ab. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.